Herzlich willkommen in unseren vier Wänden. Wir haben uns nicht getrennt. Nein. Wo ich mir manchmal überlege, ob wir es doch tun sollten. Und wenn wir es tun, dann ziehe ich hier rein, weil ich weiß genau, wie geil das wird. Und ich bleibe dann mit den Kindern im Haus. Die Frage kam übrigens ziemlich oft in letzter Zeit, warum wir das Haus verkaufen und in die Stadt ziehen. Wir behalten unser Haus und diese Wohnung hier soll ein Invest sein. Also wir werden diese Wohnung hier wunderschön herrichten und vermieten. Hier ist auf jeden Fall eine Menge passiert. Ich kümmere mich um die Handwerker und um die Baustelle. Und Arne hat sich um die Banker und um die Finanzierung gekümmert. Alles ist raus, alle Tapeten sind ab, keine nicht tragenden Wände, so wie das hier, das haben wir auch rausgehauen hinter uns. Ich, so viel ich weiß. Mhm. Ein weißes Blatt, was es zu bemalen gilt. Wieso? Das ist meine Metapher. Was soll der Scheiß? Das wollte ich sagen. Dann gilt es jetzt darum, was machen wir für Böden hier rein? Was machen wir mit den Wänden? Was machen wir mit den Decken? Wie weit hängen wir die ab? Das alles, was du jetzt genannt hast, das sind Sachen, die werden sich ergeben. Ne? Schwierige Sachen, die uns jetzt bevorstehen, ne, müssen wir jetzt drüber reden. Was ist mit der Küche? Hier muss quasi ein Küchen-L hin. Also, dass der Block nicht hier, also, dass kein Block ist. Nee. Und wie groß wird das Bad? Ich finde es super wichtig, dass im Badezimmer die Waschmaschine steht, weil klar, dann kannst du die Tür zumachen, Nasszelle. Ich wollte die eigentlich neben den Fernseher stellen. Ich glaube, in deiner Planung gab es gar keine Waschmaschine, oder? Hast du eigentlich jemals in einem Rohbau rumgemacht? Oh. Okay.